Uhrzeit. Herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche, meine Damen und Herren. Dies ist eine gastrointestinale Endoskopie, oberer Teil, und steht hier Gastro-Duodenoskopie. Und sind irgendwelche komischen weißen Läsionen hier, die nicht blutig sind. Die ganze ganze Schleimhaut ist hier involviert und ich habe auch keine Ahnung, was das sein könnte. Aber ich weiß, dass Basal-Zell-Hyperplasie ist ein Esophagus-Problem und dies ist nicht Esophagus. Und glykogene Acanthose ist auch ein Esophagus-Problem. Celiakie ist eine Dünndarmerkrankung und da sind die, das ist auch Entzündung und da sind die Villi ganz flach. Das sieht nicht so aus. So kann man, glaube ich, diese drei Sachen ausschließen. Familiäre adenomatöse Polyposis ist eine präkanzeröse Kolonerkrankung. Das ist nicht Kolon. So bleibt nur übrig noduläre lymphoide Hyperplasie. Das stellt sich heraus, ist auch die richtige Antwort. Und was uns verschwiegen worden ist, ist diese Patientin hat diese variable Immundefizienz und diese noduläre lymphoide Hyperplasie kommt bei dieser Erkrankung häufig vor und etwa 20% der Leute mit dieser Immundefizienz entwickeln diesen Zustand. Da habe ich was gelernt. Dies ist die glykogene Acanthose. Das ist ein relativ häufiger Befund im Esophagus. Warum sich hier glykogene sieht man in diesen Vakuolen, in diesen oberflächlichen Zellen hier im Esophagus. Was die Ursache hier ist, weiß ich auch nicht, aber es geht mit Refluxerkrankung einher. Dann Basalzellhyperplasie ist ein Esophagusproblem, überwiegend auch kann bei Kindern vorkommen und sieht dann histologisch so aus und endoskopisch vielleicht so aus. Und also das war das. Und dann die Zöliakie. Wollten nur darauf aufmerksam machen, dass Zöliakie häufig mit Non-Hodgkins-Lymphom, Dünndarm-Lymphome befallen sein kann. Das haben wir schon vorher mal besprochen. Und die familiäre adenomatöse Polyposis ist auf eine Mutation im APC-Gen zurückzuführen. Das ist ein Tumorsuppressor-Gen, einer der früheren, die dann erkannt worden ist. Und das sieht so aus und diese Leute kriegen Dickdarmkrebs. Erste Thema im New England Journal, es geht um Ablation von ventrikulären Rhythmusstörungen. Und dies betrifft Leute mit Herzinsuffizienz und die Patienten, die wir uns angucken, haben überwiegend koronare Herzerkrankung gehabt und haben dann Kardiomyopathie durch multiple Infarkte und Ischämie und sind alle mit einem Defi ausgestattet. Und diese Leute haben natürlich ein hohes Risiko, VT zu kriegen, darum kriegen sie ein ICD implantiert. Und was wir hier sehen, ist in diesem EKG ist eigentlich Kammerflattern. Das degeneriert dann häufig zu Kammerflimmern und führt zu Tod. Und hier in diesem unteren EKG sehen wir hier, dies ist eine VT, die läuft so 100 Schläge pro Minute, das ist Ableitung 1 und dieses AVF und dieses V1 hier. Und dann wird hier etwas abladiert mit Radiofrequenz. Verbratung, wenn ich diesen Ausdruck anwenden darf, und dann auf einmal, zack, ist die VT verschwunden und können hier, glaube ich, ist auch eine P-Welle und dann hier ist wieder ein vernünftiges EKG und Sinusrhythmus ist dann wieder vorhanden. Und das wird natürlich elektrophysiologisch kartiert mit diesen schicken bildgebenden Verfahren und hier sehen wir ein Beispiel hier, wo schon unterschiedliche Areale hier
abladiert worden sind in der Hoffnung, dass man den Herd von der VT so eindämmen kann. Was diese Patienten, die Defis tragen, überwiegend auch bekommen, ist Amiodarone. Und unter den Antiarrhythmika ist das ungefähr das Einzige, was übrig geblieben ist in den letzten 20 Jahren der Forschung. Und Amiodarone macht im Prinzip alles. Und wenn man das nach dieser Vaughan-Williams-Klassifizierung anguckt, es hat eine Wirkung wie so ein Klasse 1, aber auch wie Klasse 2 und auch wie Klasse 3 und Klasse 4 Antiarrhythmika haben. Ich glaube, es geht überwiegend hier um Kaliumkanäle. Und wie wir hier erkennen können mit diesen Jodatomen hier an dieser Struktur, Nebenwirkungen sind häufig und Schilddrüsenstörungen, Hyper- und Hypothyreose sind häufig und dieses Präparat ist nicht so einfach zu gebrauchen. Aber wird natürlich häufig angewendet, weil es funktioniert. Andere Präparat, was in dieser Studie angewendet worden ist, ist Mixelitin. Das ist ein Klasse 1 Antiarrhythmikum und verlängert nicht die QT-Zeit, aber auch nicht ohne. Und meines Wissens ist es in Deutschland im Moment nicht zugelassen. Ich glaube, Böhringer in Ingelheim wollte es eigentlich nicht weiter vertreiben. Ich glaube, es ist nicht zurückgezogen worden aus irgendwelchen Komplikationsgründen. Und in dieser ersten Studie sind Patienten, die sind alle Überlebenden von multiplen Myokardinfarkten, haben schlechte Auswurffunktionen, sind Defi-Träger und sind Patienten, wo der Defi sich ausgelöst hat. Und die sind dann randomisiert worden zu zwei Strategien. Entweder ventrikuläre Ablation von mutmaßlichen Herden, die VT auslösen, oder Erhöhung der Amiodarone-Dosis zu über 300 Milligramm pro Tag mit auch Mexilitin on top. Und dann können wir uns mal diese Patienten angucken und dann können wir schauen, was hier besser war. Und Gott sei Dank kriegen die Leute alle einen Beta-Blocker. Beinahe alle, finde ich eine ziemlich gute Idee. ACE-Hämmer oder AT1-Rezeptorblocker kriegen sie auch und viele kriegen auch Diuretika und ASS und andere Präparate. Die haben alle eine ziemlich miese Auswurffraktion von so etwa 30% und Herzinsuffizienz ist ziemlich häufig oder beinahe bei allen vertreten, wie man das bei solchen Patienten erwarten würde. Und diese Leute sind auch natürlich ältere Patienten. Überwiegend Männer. Und dann primäre Ergebnis, das ist das Einzige, was hier signifikant ist in dieser ganzen Tabelle. Und es geht um das nackte Überleben. Und das heißt Tod. Kombiniert, ja, wir gucken uns hier nochmal an. Primäre Endergebnis war ein Sammelsurium von Tod oder drei oder mehr Episoden von VT innerhalb 24 Stunden. Das wird definiert als VT-Sturm oder sonstige gerechtfertigte ICD-Auslösung. Und das passierte bei beinahe 70% der medikamentös behandelten Gruppe, aber bei 60% der abladierten Gruppe. Das heißt, Ablation war besser, aber beide waren schlecht. Und das ist hier auch zu sehen, das primäre Ergebnis, Ablation, erhöhte medikamentöse Therapie, war statistisch signifikant, gerade. Und Tod war nicht unterschiedlich, war aber auch ziemlich häufig, 30% sind abgestorben. In, naja, 4 Jahre haben sie überlebt mit diesem Problem. Und dann VT-Sturm oder angebrachte Auslösung, diese beiden anderen war eigentlich in diesen waren nicht signifikant unterschiedlich, aber wenn man das als Sammelsurium-Endpunkt betrachtet, war da ein signifikanter Unterschied. Jetzt, man könnte sich ja auch vorstellen, dass die Leute, die keine Amiodarone brauchten, am Ausgang, da würde man vielleicht dann auch keinen Unterschied sehen zwischen Ablation und
dann antiarrhythmische Therapie, und das war auch der Fall. So eigentlich die Gruppe, die profitiert hat von der Ablation, war die Gruppe, die sowieso schon Amiodarone bekam, wahrscheinlich weil sie es brauchten, sodass der Defizit sich nicht dauernd auslöste. So würde ich das interpretieren. Und wenn wir dann diese unterschiedlichen Untergruppen, Ausbaufraktion unter 30%, die scheinen besser zu fahren als die Leute mit ein bisschen besserer Funktion. Hier ist der Unterschied zwischen Amiodarone im Ausgang oder nicht. Und ja, sieht so aus, als diese gerade an der Grenze der Signifikanz, aber wir können uns freuen, dass die Ablation wenigstens manchen Patienten wohl etwas gebracht hat. Jetzt habe ich nicht genau nachgeguckt, aber ich würde denken, 4 Jahre Amiodarone mehr als 300 Milligramm pro Tag sind die blau und haben bestimmt pulmonale Fibrose und was sie alle sonst noch kriegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auftaucht. Von dem Schilddrüsenproblematik abgesehen, aber das ist ja am häufigsten. Hat die Studie ein Interventionalist gemacht, also ein Epibula? Bei den Amerikanern ist man nie 100% sicher, aber ich glaube nicht, dass die Donald Trump dahin geschickt haben, um diese Leute zu applaudieren. Ich hoffe, das haben kompetente Menschen gemacht. Na, das ist eine gerechtfertigte Frage. Ich müsste nachgucken, es wird dann meistens irgendwo gesagt, was für eine Ausbildung die Leute haben. Bei den Nierennervenablationen war ja der Vorwurf der Europäer, dass die Amerikaner inkompetent waren, dieses Verfahren durchzuführen, was nicht ganz ausgeschlossen ist. Diese nächste Studie ist auch toll. Es geht um Anwendung von Nierenersatztherapie auf ITS und ob man vielleicht das machen soll, wenn auch immer die Anästhesisten das haben wollen, oder ob man eher warten soll, bis bestimmte Kriterien, Hyperkaliämie, Anorie, metabolische Acidose, sonstige Elektrolytstörungen oder quer über irgendwas, Symptome der Uremie und ähnliches, ob man verzögert warten soll, in der Hoffnung, dass manche Patienten dann wieder ihre Nierenfunktion sowieso erholen, oder ob man eine frühe Therapie einleiten sollte. Und das wurde hier gemacht. Und wenn man hier ist, das Endergebnis war Überleben nach dem 60. Tag, nach das Auftreten von akutem Nierenversagen hier durch dieser Cardigo-Klassifizierung. Und gucken uns diese Leute an, diese ITS-Patienten, die haben natürlich unterschiedliche Sachen. Die hatten kein Nierenversagen, bevor sie krank wurden, das ist auch ganz nett. Oder bevor sie auf ITS mussten, sind auch ältere Leute. Manche hatten aber vorgeschädigte Nieren und Hypertonus war ziemlich häufig und Diabetes mellitus und andere Sachen und dann ihr Sofa-Wert. Ob sie Kontrastmittel gekriegt haben, Aminoglycosid, Antibiotika, Vancomycin und ähnliches. Dann musste man zum Supplement gehen, um zu sehen, um was es hier wirklich ging. Und die verzögerte Gruppe, oder wo man mehr konservativ gefahren ist, die mussten oligurisch sein für über 72 Stunden, müssten nur einer dieser Dinger Kriterien schaffen. Harnstoff- oder Blut-Urea-Nitrogen-Konzentration mehr als 112 Milligramm pro Deziliter, das wäre 40 Millimol pro Liter Harnstoff. Die mussten ein Kalium haben von über 6 oder eine Kaliumkonzentration von 5,5 trotz Fresonium oder was auch immer diese Patienten bekommen haben, obwohl ich weiß, dass Fresonium wertlos ist, so brauchen wir das jetzt nicht weiter zu diskutieren. pH von über 7,15 oder Volumenexpansion, wie zum Beispiel akutes Lungenödem. Und dann können wir uns angucken, wie die Verteilung war dieser Patienten und 38% haben diesen Oligurie-Standard
dann erreicht und 38% den Harnstoff, die Harnstoffkriterien, Hyperkaliämie kam auch manchmal vor, metabolische Azidose und akutes Lungenödem, eigentlich ziemlich wenig. Und ich würde denken, die wichtigste Ursache ist Volumenexpansion. Nämlich, ich glaube nicht, dass Leute mit einem Kalium von 6 unbedingt, na gut, brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren. Aber im Prinzip, hier ist der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Und ich finde den eigentlich ziemlich bescheiden. Diese Leute, die dann sofort zur Hämofiltration oder Dialyse gegangen sind, hatten eigentlich nur einen Kreatinin von 3. Und die, wo es verzögert wurde, von 5, finde ich nicht sehr dramatisch. Bin ja ein bisschen älter. Wir haben an die Dialyse gedacht, wenn die Leute einen Krea hatten von 8. Es wäre uns nicht eingefallen, Leute mit einem Krea von 5 zu dialysieren. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob die Kreatinin messen. Aber es ist ja, die Gründe sind noch meistens Laune. Volumenüberladung. Okay. Manchmal schlimmer Azidose, manchmal schlimmes Kalium, aber Krea ist. Also 87% und 88% dieser anderen Gruppe wurden mechanisch beatmet. Natriumspiegel waren nicht unterschiedlich und metabolische Azidose war auch nicht das Hauptproblem. Und dann gucken wir uns, was die signifikanten Unterschiede waren. Und die einzigen signifikanten Unterschiede waren Zeit, dass Dialyse angefangen worden ist. Alles andere war nicht unterschiedlich. Oder hier ist ein Phosphatspiegel, bisschen okay. Aber das war so. Und Überleben nach 60 Tagen war auch nicht unterschiedlich. Und aber Urinausscheidung war eher verzögert bei der Gruppe, wo die Nierenersatztherapie früh angewendet worden ist als später. Und die haben natürlich mehrere Behandlungen gekriegt und mehr Kosten generiert. Aber das war der einzige Unterschied, der hier identifiziert worden ist. Kommentare? Ja, von den Kriterien, die, Sie, die da sind, da machen wir alle unseren eigentlich genauso, also im Sinne von spät. Aber wenn mich jetzt heute Nacht einmal anregen, zwei, dann sage ich, ich habe um 1 Uhr einen Patienten und wegen Sepsis, ist der 25 Kilo positiv bilanziert in den letzten 2 Tagen, da gerade ich nicht 72 Stunden. Dann kriegt er einen Schelden und dann geht er an. Na gut. Da sind wir liberaler geworden, ein bisschen bei Volumen. Ich meine, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, da gibt es auch Diskussionen, wie viel Volumen braucht ein sepsischer Patient. Wie viele Patienten kennt man, die wirklich plus 30 oder plus 40 Liter brauchen? Wahrscheinlich ist das alles Schwachsinn. Wahrscheinlich, nämlich hier, wenn dies in der französischen Studie, akutes Lungenödem durch Volumenüberladung, 9 ja. Patienten, 6%. Ja, 6%. Das mag sein. Und das ist halt häufig der Grund. Und wenn ich vorher schon nicht 40 Kilo reintue, sondern nur 10, die vielleicht ausreichen, brauche ich später weniger rauszuholen mit der Maschine. Okay, also dieses Ergebnis hier konnte kein Vorteil oder signifikanter Unterschied gefunden werden. Nächstes Thema. Es geht um Olanzapin. Was ich eigentlich nicht kenne. Olanzapin ist ein atypisches Neuroleptikum und es soll besser sein als Haloperidol, was ich mir kaum vorstellen kann, aber das soll der Fall sein. Und Leute, die mit Olanzapin behandelt werden, kriegen Kohlenhydratstoffwechselstörungen und nehmen an Gewicht zu. Aber Olanzapin ist anscheinend ziemlich erfolgreich, um Brechreiz bei Chemotherapie zu bekämpfen. Und es ist in der Tat so, dass, ich meine, kein Zweifel, dass Cisplatin den Patienten geholfen hat,
Aber sowas von einem Brechmittel habe ich noch nie erlebt. Und das ist echt ein großes Problem bei diesen Patienten. Und dies sind unterschiedliche Krebspatienten, die mit unterschiedlichen chemotherapeutischen Maßnahmen behandelt werden, Anthracycline, Cyclophosphamid und Cisplatin, auch ziemlich häufig hier vertreten, hatten unterschiedliche Krebsarten, überwiegend Brustkrebs und auch etwas Lunge und andere Krebsarten, und die sind randomisiert, die haben alle irgendwas gekriegt gegen Brechreiz, aber dann obendrauf hat eine Gruppe Olanzapin und eine andere Gruppe Placebo bekommen, und der Endpunkt war Übelkeit und Erbrechen. Und das war besser in der Olanzapin-Gruppe. Und ein ganz Stück besser. No nausea, 74%. Und in dieser anderen Gruppe war es etwas weniger als die Hälfte. Und nach 120 Stunden immer noch ein signifikanter Unterschied. Obwohl Übelkeit ja immer noch auftritt, so scheint Olanzapin diesen Patienten zu helfen. Und man glaubt, das hat auch mit diesem Rezeptor hier zu tun. Und dann hat man geguckt, man schläft auch ganz gerne ein bei Olanzapin-Therapie. Das ist vielleicht bei diesen chemotherapeutisch behandelten Patienten nicht so schlimm. Aber das war nicht alles nicht signifikant. Und unerwünschte Erhöhung von Appetit. Na, vielleicht ist ein bisschen mehr Appetit bei diesen Patienten auch angebracht. Aber da war auch kein signifikanter Unterschied. So haben die Autoren sich gefreut, dass Olanzapin Brechreiz und bei diesen Patienten verbessert hat. Ja, die haben. Na, ich kenne mich nicht aus mit diesen Mitteln, aber alle haben hier Dexamethason und diese beiden Präparate. Ja, und dies war obendrauf. Und dies war obendrauf. Da sollte lieber Marihuana kaufen lassen. Schlafen Sie nicht ein, sind Sie vielleicht. Mir soll es recht sein. Marihuana hat ja immer noch keinen Platz gefunden, nur im Spiegel und in der Bunte, aber nicht im New England Journal. Also, nächstes Thema hat zu tun mit Transplantat gegen Wirtreaktion. Und das ist ein ziemlich unglücklicher Zustand nach allogener Knochenmarkstransplantation und auch ziemlich häufig. Das ist eigentlich, was wir nicht gerne hätten. Was wir gerne hätten, ist Transplantat gegen Krebsreaktionen, gegen die Leukämie oder der Tumor, den die Patienten haben. Aber man kann wohl nicht alles haben. Aber hier hat man doch was versucht, und es geht um eine Strategie, diese Knotenpunkte zu bearbeiten, sodass doch vielleicht die T-Zellen des Transplantats gegen die Tumorzellen aggressiv sind, aber nicht gegen den Patienten selber, sodass wir Transplantat gegen Leukämie-Reaktionen haben, anstatt Transplantat gegen Wirtreaktion. Und anscheinend an Mäusen, das war mir nicht bekannt, wenn man CTLA4 hemmt, was ein Bremssignal ist bei dieser Kommunikation von T-Zellen mit anderen Zellen, wenn man das hemmt, dann kann man das so gestalten, dass die T-Zellen des Transplantats dann eher gegen die Leukämie antreten, anstatt gegen den Wirt, was eher der Fall ist, wenn man diesen anderen Checkpoint oder Knotenpunkte, dieses andere Molekül programmiert hat, Zelltod 1, was wir auch mehrfach diskutiert haben, wenn man das bremst. So hat man in dieser Studie diese Patienten die haben alle allogene Knochenmarkstransplantationen gekriegt, und die haben
die wurden dann behandelt mit diesem Antikörper gegen CTLA-4. Und es sind, da ist keine Kontrollgruppe in dieser Studie, es sind 28 knochenmarkstransplantierte Patienten hier. Und man hat gehofft, dass manche dieser Patienten dann einen Zustand entwickeln, wo das Transplantat auch gegen den Tumor antreten. Und sind auch Nebenwirkungen zu dieser Strategie, aber in diesen Mausmodellen scheint das zu funktionieren. Und was wir hier sehen, ist, bei manchen Patienten war der Effekt eigentlich dramatisch. Ja, das ist, dieser Patient hier mit, das ist ein Hodgkins-Patient. Und in dieser Bildgebung sehen wir hier lauter Gewebe, was hier involviert ist. Und dann nach der Behandlung ist das besser. Und dann hier ist eine Hautläsion durch Leukämie induziert und nach der Behandlung ist die, sind die Tumorzellen wesentlich weniger oder weg. Und so sieht man hier bei manchen Patienten, aber nicht alle, die gewünschte Verbesserung in deren Zustand, nachdem sie Ipilimumab abbekommen. Und Details können Sie hier sehen und diese anderen Marker, die dann hier auftreten. Was die hier meinen mit Helios, ist mir nicht ganz klar, aber ich glaube nicht, dass das mit diesem Krankenhaus irgendwas zu tun hat. Das müssen Sie dann vielleicht selber nachschlagen, genau was man damit gemeint ist und was das Expression von unterschiedlichen Genen auch gebracht hat. So scheint es zu sein, dass CTLA-4-Blockade bei diesen Patienten mit rezidiven hämatologischen Krebsarten nach allogener Knochenmarkstransplantation manchen Patienten wenigstens ein besseres Ergebnis dann bringen kann. Das heißt, die erwarten sowohl eine höhere Effektivität, weil mehr von den Tumorzellen angegriffen, als auch weniger graft-versus-host disease. Oder wenigstens nicht mehr graft-versus-host disease, nämlich die Befürchtung von, wenn man PD-1 blockiert, dass das Graft-versus-Host-Disease schlimmer wird oder so ist es wenigstens in diesem Mausmodell. Aber wenn keine Vergleichsgruppe ist, dann würde ich sagen, weil alle haben ja auch die Stammzellkonzentration bekommen. Hätte ja reine Lösung von der Stammzellkonzentration. Ja, es ist ein Vor- und Nachvergleich und es ist ein Verlaufsvergleich. Da ist keine Kontrollgruppe, das stimmt. Aber das wird im Internet erscheinen und ich kann mir vorstellen, was die Patienten verlangen werden. Dann das nächste Artikel habe ich eigentlich nicht sehr viel zu, darüber zu sagen. Es hat mit Telemedizin zu tun und was für Apps die Leute jetzt auf ihren iPhones haben werden und was das alles bedeutet. Und das können Sie selber lesen. Es geht um mehr, als dass die Patienten ihren Ärzten vielleicht eine E-Mail schicken oder nachfragen. Es geht um wenigstens für amerikanische Verhältnisse, was der legale Stand dieser Beratung ist und ob man es abrechnen kann. Aber das wird wohl auch auf uns zukommen. Okay, und haben die, wenn Helios dabei ist, dann kann ich mir auch vorstellen, die haben das schon alles ausgekümmelt, wie man das abrechnet. Das, was am Herbst vorgestellt wird, ist, Patienten auf ihre eigenen Daten zu schreiben, auf dem Telefon. Und das Reimbursement, wenn man eine Leistung über das Handy macht, das ist, alle, ist ja nicht mal erlaubt. Erstmal geht ja, wenn Geld ist, gibt ein Reimbursement. Man darf ja gar keine ärztliche Beratung machen. Das ist ja das erste Problem. Und danach kann ich mir immer noch überlegen, ob ich Geld dafür bekomme oder nicht. Okay. Hier ist der Patient von letzter Woche, dieser transplantierte Patient mit diesen Gichtläsionen. Hier ist auch eine kleine Biopsie gemacht worden und die Geschichte ist hier gegeben. Und man hat mich gefragt, ob es wirklich stimmen würde, dass Cyclosporin A
Gicht auslösen kann. Und nach meinem Gedächtnis ist das der Fall. So, hier ist ein Paper von 89 vom New England Journal und hier ist Cyclosporin und Spiegel und was mit Harnsäure spiegelt danach, nach dieser Behandlung passiert. Und Kreatinin ist hier in diesen, bei diesen Patienten gleich geblieben. Und es wird vermutet, dass das Cyclosporin irgendwie mit den, mit irgendeinem Harnsäure-Transporter hier interferiert, aber Cyclosporin kann Gicht auslösen. Das ist ziemlich gut belegt. Dann war ein Fall im New England Journal, eine 67-jährige Frau mit einem massiven Volvulus des Dünndarms. Und das wurde ausgelöst von diesem riesigen Dünndarm-Divertikel, die diese Frau hat. Und genau was die Ursache von dieser Geschichte war, habe ich nicht ganz verstanden, aber dass sie hier ein abnormales bakterielles Wachstum hat wegen dieser Divertikel und Delaktat entwickelt hat. Und dann hat sie diesen Volvulus gekriegt und die klugen Chirurgen haben das gelöst und dann ging es ihr besser. Ich dachte, sowas passiert nur bei Pferden, aber das kann bei Menschen auch vorkommen. Dann der Fall im New England Journal ist dieser. Es geht um einen 32-jährigen Mann, der befindet sich in einem Knast und unterschiedliche Sachen hier. Der kriegt auch Paracetamol verschrieben, wahrscheinlich für irgendwelche Schmerzen und wird auch da im Knast verprügelt und ist alles ganz furchtbar und ist auch drogenabhängig und kann unterschiedliche Formen von Hepatitis gehabt haben, weiß ich nicht genau. Und der rutscht dann relativ schnell ins Koma und hat diese dezerebrale Haltung, decerebrate posture. Das heißt, der ist schlecht dran. Dann gucken wir uns unterschiedliche Laborwerte hier an. Und was wir hier sehen können, ist, ist alles ziemlich gruselig. Laktat 17. Ammoniak 306, warum der jetzt ausgerechnet venöse Blutgase kriegt, weiß ich nicht genau, aber die sind auch vorhanden. Hier ist ein ALAT und ASAT von beide sind weit über 3000 und sieht so aus, als könnte der akutes Leberversagen haben. Hat auch einen direkten Bilirubin von 6,6 und ein gesamtes Bilirubin von beinahe 11. So sieht aus wie akutes Leberversagen. Und dann übrigens der Unterschied zwischen decerebrater Haltung oder dekortikaler Haltung hat damit zu tun, wie die Beine gedreht werden und ob man die Arme übers Herz legt oder so an der Seite so streckt. Ist egal, beide sind ganz schlimm. Und das ist ungefähr alles, was man über diese, diese Art der Haltung durch ZNS-Schäden wissen muss. Und also eines sieht so aus und eines sieht so aus. Aber es, beides ist ganz schlimm. Und hier ist ein Röntgenthorax und hat so ein bisschen Plattenatelektase hier und kriegt auch ein Lebersono und hat eine verdickte Gallenblasenwand. Und hier ist auch eine Bildgebung des Schädels und wir können uns schon vorstellen, dass der Hirndruck und Probleme im Hirnstamm haben muss, was ja bei akutem Leberversagen auch jetzt nicht unbekannt ist. Und dann ist die Frage, was ist die Ursache dieses akuten Leberversagens, dieses nicht chronische Leberzirrhose, sah ja auch nicht so aus im Ultraschall. Und da wurde diskutiert, Kohlentetrachloridvergiftung, das würde man einem vielleicht einfallen oder vielleicht hat irgendjemand ein paar schlechte Pilze in die Suppe geschmissen, sowas könnte das auch auslösen oder ist dies das Bucciari-Syndrom, ist unwahrscheinlich und dann geht es um akute Hepatitis und das Einzige, was in Frage kommt hier, ist Hepatitis B-Virus und da sind auch Untersuchungen gemacht worden von Hepatitis B-Virus und die sind alle stark positiv. Und dies ist ein Beispiel von akutem Leberversagen, ausgelöst von Hepatitis B-Virus.
Dann hier ist eine Frage im New England Journal. Es geht um einen 30-jährigen Patient, hat gute periphere Pulse. Zweiter Herzton ist normal gespalten. Das heißt, es geht zusammen, wenn er ausatmet, ein bisschen auseinander, wenn er einatmet. Hat ein Geräusch, aber das Geräusch wird nicht stärker mit Ein- und Ausatmen, das bleibt so glatt. Er hat einen Auswurfton, Auswurfklick und mit dem Valsalva-Manöver, das hat auch keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Und wenn wir uns das angucken, pulmonale Stenose wäre unwahrscheinlich, wenn das Geräusch sich nicht in Intensität ändert mit Ein- und Ausatmen. Hypertrophe Kardiomyopathie, da sollte das Valsalva-Manöver einen Einfluss haben auf das Geräusch. Warum man 30-jährige Aortenklappensklerose haben sollte, weiß ich nicht. Ich würde denken, mit schwerer Aortenstenose, wenn der gute periphere Pulse hat, dann sollte er ein ziemlich lautes Geräusch haben, anstatt ein leises Geräusch. So bleibt nichts anderes übrig als die bikuspidale Aortenklappe und das war auch richtig. Dann hier ist eine Strategie für Patienten mit Rheumatoid-Arthritis. Wusste ich nicht so genau. Wenn die Steroide und was man sonst gibt nicht sehr helfen, kriegen die eine Anti-TNF-Behandlung. Nach Methotrexat kriegen sie Anti-TNF-Behandlung mit Infliximab oder vielleicht Etanercept. Ist alles ziemlich teuer und lästig. Und vielleicht könnte man die mit Rituximab behandeln. So ist diese Studie aufgebaut worden, die sind Patienten mit RA-Patienten mit ziemlich schlimmer RA und das wird dann beurteilt durch diese unterschiedlichen Skalen. Und die Hypothese hier ist, dass Rituximab nicht schlechter ist als eine Anti-TNF-Behandlung. So ist diese Studie aufgebaut worden. Und diese Patienten sind dann ausgewertet nach diesen Skalen. Und sieht so aus, als wäre Rituximab sogar ein bisschen besser als die Anti-TNF-Behandlung. Und was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Rituximab ist billiger als eine Anti-TNF-Behandlung. So sagen die Autoren, man könnte ja diese RA-Patienten vielleicht mehr helfen, wenn sie Rituximab kriegen, anstatt eine Anti-TNF-Strategie. Dann das nächste Thema geht es um Patienten mit Pankreaskarzinom und die werden nach einer Studie, die glaube ich in Berlin geleitet wurde, mit Gemcitabine behandelt und diese japanischen Forscher dachten, dass S1 vielleicht nicht schlechter wäre als Gemcitabine. Dann muss man nachschlagen, was S1 ist und stellt sich raus, dass es von einer japanischen Pharmafirma wird da produziert. Das war, stand nicht im Abstract, ich habe es da reingefügt. Man kann das oral verabreichen und es ist eigentlich eine Vorstufe von 5-FU, was wir zur Verfügung haben seit 1962, glaube ich. 5-FU, aber das andere nicht. Und diese anderen Sachen aber auch nicht. Das muss wohl, aber dies müssen wohl analoger sein von 5-FU, wenn diese gleiche Prodrug auch diese anderen Sachen zur Verfügung stellen kann. Wir hatten in der DDR Tobacur, das war das gleiche, was damals in der produziert wird von den Japanern, die benutzen das immer. Tegafur bei den Japanern. Und das waren hier diese beiden Vergleichsgruppen und Pankreaskarzinom scheint in Japan ziemlich häufig zu sein. Die haben hier 200 Patienten in beiden Gruppen hier aufgegabelt. Und sieht so aus, als wäre S1 besser. Auf alle Fälle nicht schlechter. Und ich glaube, die haben auch ein ziemlich gutes Argument gemacht, dass es verträglicher ist. Relapse-free, rezidivfreies Überleben und Gesamtüberleben. So glaube ich, S1 schlägt Gemcitabine, würde ich denken. Und dann, nächstes Thema in New England Journal, Lancet, geht es um Abtreibung. Und in den reichen Ländern fallen die Zahlen von Abtreibungen ab, aber in den armen Ländern nicht.
Und was mich auch interessiert hat, habe ich das alles nicht so verstanden, ist auch nicht gerade meine Expertise, aber die Rate von Abtreibung waren kaum anders in Ländern, wo Abtreibung bestraft wird, im Vergleich zu Ländern, wo man es nach Bedarf bekommen kann. Und Abtreibung bei verheirateten Frauen ist auch nicht unbekannt. Und also große Unterschiede zwischen sogenannten Entwicklungsländern, das sind die Armen, im Vergleich zu den Reichen. Und dann sind drei Übersichten über, oh, nächste Thema, dies ist auch in Großbritannien, das ist ein großes Thema, da werden Allgemeinmediziner nach Leistung bezahlt. Das heißt, man wird vergütet für den hypertonen Patienten, wenn man da tatsächlich beweist, dass man den Blutdruck gesenkt hat. Dies nennt man Pay for Performance oder Bezahlung nach Leistung für primäre Patientenversorgung. Und man hat hier, ich habe die Statistik hier und wie das gemacht wird, einfach nicht verstanden, aber man hat versucht zu beweisen, ob dies wirklich einen Unterschied erbringt bei Patienten mit ischämischer Herzerkrankung, bei Patienten mit Krebs und was es sonst noch gibt. Dies nennt man Quality and Outcomes Framework. Und das hat man dann mit irgendwelchen mathematischen Modellen synthetisch. Ich habe es nicht verstanden, muss ich offen sagen. Ich habe es nicht verstanden. Aber ein Punkt war tot an der jeweiligen Erkrankung. Das ist jetzt Krebs oder kardiovaskulär oder was. Dann ist es Ischemic Heart Disease und Cancer und so weiter. Das heißt, egal ob der Arzt, den man hat, Pay for Performance hat oder nicht, man stirbt gleich häufig. Genau. Für alle diese Krankheiten. Und man konnte nicht beweisen, dass Pay for Performance außer Ärgernis und vielleicht Ersparnis für den Staat sonst irgendwas bringt. Vielleicht hat es gar nichts zu tun mit dem Arzt. Vielleicht hat es gar nichts zu tun mit dem Arzt. Vielleicht braucht man die gar nicht. Aber das war der Fall. Und hier, jetzt muss immer Added Value, ich weiß nicht genau, was das ist, aber das ist irgendeine Studieneigenschaft, über man die jetzt kommentieren muss, ist hier ein ganzer Absatz darüber geschrieben. Und das war das. Ich muss nochmal schauen, die Erfolge des Arztes werden prämiert, ja? Und nicht nur, was er gemacht hat. Genau. Die Erfolge. Das ist ja das noch wichtig. Also wenn wir mal sagen, er hat ein Pankreaskarzinom und bei so und so viel hat er eine Remission gekriegt, dann kriegt er mehr Geld als Ich kann es eher verstehen bei der Blutdruckbehandlung, wo man. Das ist so ähnlich. Ja, aber das. Das ist nicht bei allen Krankheiten. Nö, die haben ja hier auch Cancer, Cancer mit eingerechnet, aber genau wie das funktioniert. Und genau wie da in England vergütet wird bei diesen Krebspatienten, was die als Performance kennzeichnen, kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Bei Blutdruck weiß ich es zufällig, aber bei diesen anderen Sachen weiß ich es auch nicht. Dann sind da drei Übersichtsartikel über Dialyse. Ich wusste gar nicht, dass Dialyse so interessant ist. Aber das erste ist von Herrn Wanner und hier geht es um das Herz bei Dialysepatienten und hier ist eine Zusammenfassung von alles, was hier eine Rolle spielt und die Herz-Kreislauf-Erkrankung bei Dialysepatienten ist ja nicht unbekannt und kein Hinweis, dass Statine denen hilft und Herzhypertrophie ist natürlich häufig und Myokardfibrose ist häufig und Fortschreiten von Corona-Herzerkrankung passiert auch. Aber genau warum die an Herzerkrankungen sterben, die sterben an Herzerkrankungen oder man denkt, dass das der Fall ist, aber es ist nicht durch einen akuten Herzinfarkt, die werden dann meistens tot aufgefunden. Und wie das mit deren Herzen vorgeht, mit der Hypertrophie und der Kalzifizierung, der Fibrose, können Sie hier alles nachlesen. Ich habe hier nur
ein paar Abbildungen gezeigt von diesem ersten Übersicht. Dann das zweite halt mit Volumenkontrolle bei Dialysepatienten und wie man das einschätzt und was das bringt für Blutdrucksenkung und weiß der Teufel alles was. Und 2 Millionen Patienten mit an der Dialyse und Volumenüberladung ist häufig, und aber es ist klinisch schwer einzuschätzen und unterschiedliche Verfahren, die man hier vielleicht anwenden kann mit Bioimpedanz und Lungensonographie und Plasmavolumensteigerungsmonitoring und alles Mögliche, was man hier machen kann und was für eine Auswirkung das hat auf den Blutdruck. Und da sind manche Dialysezentren wie in Tessin zum Beispiel, wo die armen Patienten, weiß nicht wie viele Patienten die noch haben, aber die werden für über 8 Stunden dialysiert und bei uns hauen sie ab nach 3,5 und ich weiß nicht, können sie alles nachlesen. Und was mit Körpergewicht und Blutdruck bei diesen Patienten passiert nach unterschiedlichen Monaten an der Dialyse, und hier wieder mal über das, den Salzverzehr bei diesen Dialysepatienten, die Nachteile, dass das mit sich bringt. Aber dies ist nach Eigenbericht, Reported Dietary Sodium, und wie die Patienten das so genau wissen, weiß ich nicht. Und dann das dritte Paper geht es über Dialyse in der ganzen Welt. Und da sind auch viele Abbildungen und diese Tabellen kann ich jetzt nicht alles durchgehen, aber was wir hier sehen ist, dass die Dialyseverfahren sind in den Ländern natürlich unterschiedlich, und in den ärmeren Ländern wird viel mehr PD durchgeführt als Hämodialyse. Ich glaube, das wussten wir auch schon. Und wie die Rezepte gestaltet werden und was da alles gemessen wird routinemäßig und Blut Werte und was mich vielleicht am meisten interessiert hat, ist Mortalität. Und was ich wusste, ist, dass die Japaner sind die Besten. Deren Dialysepatienten leben am längsten. Ich dachte immer, die Amerikaner wären die Schlechtesten. Aber es sieht so aus, als wären die Belgier die Spitzenreiter in Umbringen von Dialysepatienten. Und wir und die Franzosen liegen ein bisschen weiter hier unten, und die Engländer, trotz ihres miesen Gesundheitssystems und Pay-for-Performance, sind auch nicht schlecht, und die Japaner sind am besten. Dann der Fall, dies fand ich ganz interessant, in Lancet ist diese Abbildung, und es geht um eine junge Frau aus Japan, die hat da irgendeine Reise gemacht nach Uganda und hat eigentlich Schuhe getragen, aber dann hat sie dann auch Sandalen ohne Socken getragen und kommt nach Hause und hat diese Läsion hier. Und das ist so ein großer Knüppel hier an der Großzehe. Und da hat man hier was rausgepult. Und dann, was man auch hier erkennen kann, hier sind unterschiedliche Eier. Und hier ist das Ding, was man rausgepult hat. Und das ist ein Floh. Und diese Krankheit heißt Tungiasis, und die ist in den Tropen ziemlich häufig und kann auch bei Leuten, die in die Tropen reisen und keine vernünftigen Schuhe tragen, diese Flöhe hüpfen auf die Füße, und dies ist das Weibchen, und die buddelt sich dann so eine Höhle in dem Weichteil des Fußes, und diese periunguale Region mögen die ganz gerne. Und diese Läsionen können bis zu ungefähr 8 mm im Durchmesser werden. Und dieses Weibchen legt dann tausende von Eiern und stirbt dann. Und das ist Tungiasis. Und auch im Ärzteblatt in 2003 war auch ein ganzer Artikel über Tungiasis. Und ich wollte Sie daran erinnern, die Flöhe sind Insekten, das heißt, die haben 6 Beine, aber diese gehören zu der Ordnung Siphonaptera, das heißt, die sind Insekten ohne Flügel, aber die haben sehr, sehr starke Hinterbeine, und diese Biester können ganz Meter hüpfen. Und so sieht so ein Floh aus,
Und hier ist ein armer Mensch, der hat einen ganzen Haufen von Läsionen hier an seinem Fuß und man kann die dann so rauspulen. Hier ist eine Nähnadel hier im Vergleich, da kann man so einen Eindruck kriegen, wie groß die Weibchen dann sind und wie viele Eier die legen. So kann man auch von Flöhe betroffen sein. Und das sind, heute haben wir das vielleicht noch an den Haustieren, aber bei Menschen, dies war vor mehreren hundert Jahren ein etwas größeres Problem. Und sogar der Wolfgang von Goethe hat darüber berichtet. Und wenn Sie den Faust gelesen haben, dann werden Sie sich daran erinnern, wie Mephistopheles dann singt. Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt er gar nicht wenig als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran, da misst dem Junker Kleider und misst ihm Hosen an. Und können Sie selber weiterlesen. Aber das war's für die Flöhe und das war's für diese Woche.